HLNF nach dem 2-2 da im letzten Grund ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene? Ja, ich denke, es ist gerecht unentschieden. Und so wie der Spielverlauf gelaufen ist, klar, wir wollen drei Punkte einholen, zum sicheren zweiten Platz zu holen. Und ja, es ist heute leider nicht glücklich, aber ich denke, für die Mannschaft hat der Charakter. Er ist zweimal in Rückstand geraten. Und es hat Charakter gezeigt und hat das 2-2 das Unentschieden noch geholt, was gerecht eigentlich war. Ein 4-0 Heimsieg gegen FC Thun hat euch viel Mumm gegeben jetzt, für die Partie, für den Rest der Saison? Sicher haben wir mehr Selbstvertrauen gehabt. Sicher gut mit einem Sieg in die Woche starten. Wir haben gut trainiert. Wir haben uns vorgenommen, gegen Zürich wollen 3 Punkte zu holen. Und ja, jetzt haben wir alles unentschieden gehabt. Sie haben ihre Goal 4 und 5 gegen den FCZ heute erzielt. Sie wissen offenbar, wo das Goal steht. Ja, also ich weiss, wo unser Goal steht und ich weiss, wo das gegnerische Goal steht. Aber es ist schon etwas speziell, oder? Gerade gegen den FCZ. Sind Sie immer speziell motiviert vor dem Spiel? Oder was sieht's? Nein, es ist etwas Spezielles. Die Saison hat einfach ein Goal gegen Zürich rein. Und, ja gut, ich würde es auch lieber anders auslesen. Aber ja, der Saison ist es so. Allgemein fallen immer sehr viele Goal in diesen Begegnungen der FCZ gegen IB. Jetzt fast etwa 40 Goal in den letzten 11 Partien. Woran liegt das? Sind beide einfach offensiv eingestellt, oder? Ja, ich denke, beide wollen Fußball spielen, beide sind offensiv eingestellt. Und ja, es ist immer gut für Zuschauer, denke ich. Wir bieten einander etwas und es ist sicher spannender, als wenn man da hinein steht und anders spielt. Jetzt haben Sie ein neues Abwehr-Duo mit dem Oyala. Wie läuft das? Ist das besser als mit dem Vescovac oder schlechter oder gleich gut? Ja, ich denke, es ist eigentlich gleich, wer hindurch spielt. Wichtig ist, dass man viel redet und die Abstimmung stimmt. Und dann sollte es eigentlich kein Problem, dass man gleich spielt.